Hey, liebe Campingfreunde, Captain Bernhard nimmt euch dieses Wochenende mit auf eine weitere Landvergnügen-Tour. Das Ziel ist diesmal eins, das ich schon länger im Auge habe, das Schloss Vollraths im Rheingau am Rhein. Kann man sich denken, da ist im Augenblick die Riesling-Weinernte im Gange, in vollem Gange. Und wir haben einen Stellplatz und wollen mal gucken, wie es da so aussieht. Und man sieht vielleicht, der aufmerksame Betrachter sieht, dass wir hier ein neues kleines Panel eingebaut haben. Jawohl, Teil unseres Orbiter-Upgrades, das wir gemacht haben. Jawohl, es gibt neue Solarpaneele, es gibt eine Lithium-Ionen-Batterie und einen neuen digitalen Solar-Laderegler. Das Wort habe ich jetzt geübt. Und auf das Ganze kann man auch mit dem Handy per Bluetooth zugreifen. Und dieses und ein paar weitere Dinge, die ich habe neu einbauen lassen, wollen wir an diesem Wochenende testen. Kommt mit! Live und in Farbe aus der Orbita. Und wo fahre ich gerade hier lang? Genau, über die Moseltalbrücke in Richtung Rheingau. Wunderschön, mitten ins Weingebiet, mitten rechtzeitig zur Weinernte. Haha. Weg von der Autobahn und jetzt geht's steil runter ins Rheintal. Und das ist eine sehr kurvenreiche Strecke und steil geht's bergab. Wunderbar für Kastenwohnmobile, genau das Richtige. Ja, und da gibt es einen kleinen Zwischenstopp hier in St. Goar, berühmt für den Felsen dahinter mir, Stele Lorelei, sehr bekannt, wunderschön hier am Rhein gelegen. Angekommen hier am Schloss Vollraths, gehen wir jetzt mal schön im Schlossrestaurant essen. Das hier ist der Landvergnügen-Stellplatz, der dazugehört. Und ein anderer steht schon hier. Für drei ist es insgesamt vorgesehen, also ausreichend Platz. Und jetzt geht's mal hier in die Schlossgemäuer hinein. Und hier der Weg hin zum Restaurant. Und da ist es. Wollen wir mal schauen, was wir heute kredenzt bekommen. Der Riesling, der Wein ist, der hier angebaut wird. Das Vollraths, ein Riesling aus dem Jahr 2020. Der ist einfach frisch, das muss man sagen. Aber eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf, ein Sommer. Und der blaue Himmel hat uns. Jawohl!
wohnt da jemand. Das ist die Weinprobierstube. Hervorragenden Riesling, den wir natürlich auch gekauft haben, und hier dieses wunderbare Gebäude. Das ja englischen Castle nachempfunden ist.
So, wo sind wir denn hier? Bestimmt sind einige Kinofans unter euch und erraten, welcher große Hollywood-Blockbuster hier gedreht wurde mit Sean Connery in der Hauptrolle. Jawohl, Umberto Ecos, der Name der Rose, ist hier verfilmt worden. Im Rheingau.